Was kommt in die Versionsverwaltung? Was kommt nicht in die Versionsverwaltung? Der eigentliche Source Code, Icons und Bilder, Grafiken, die in die Software hineingehören und auch benötigt werden, damit ein fertiges Ergebnis kompiliert werden kann. Es können auch Artefakte rein, wie zum Beispiel entsprechende Klassendiagramme und ähnliches, denn auch diese unterliegen einem Entwicklungsstand und einer Versionierung. Was kommt nicht in die Versionsverwaltung? Alle Dateien, die beim Kompilieren generiert werden. Datenbanken, irgendwelche Einstellungen der Entwicklungsumgebung, sofern diese nicht irgendwie so den generellen Team-Coding-Guidelines entsprechen, die einfach eingehalten werden müssen und daher ein Settings-File ist, das jeder so haben muss. Ansonsten die persönlichen Einstellungen vom Farbschema etc. sollten eigentlich nicht in die Versionsverwaltung rein natürlich, denn diese sind ja für jeden anders. Natürlich sollten keinesfalls irgendwelche Zugangsinformationen wie Datenbankzugänge, Kennwörter oder ähnliches in die Versionsverwaltung rein. Alle Libraries, die per npm oder NuGet oder ähnlichen ohnehin mit einem einzigen Command-Line-Befehl wieder auf der Entwicklermaschine installiert werden können. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.